Der GS-Umbau dauert ein bisschen. Und warum dauert der ein bisschen? Weil ich im Moment keine Zeit habe, da dran zu bleiben, um das in einem durchzuziehen. Aber trotzdem kommt hier jetzt mal ein ganz kurzes Mini-Update. Und wir fangen mal an mit der Sitzbank. Die ist doch tatsächlich genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ja, es ist immer schön zu sehen, wenn das, was man sich da auf dem Papier so zurechtgemalt hat, dann später so wird, wie man sich das in der Theorie vorgestellt hat. Aber es gibt ja auch immer die doofe Realität, die einem dann ganz brutal den Mittelfinger zeigt. Beweisstück A, meine BMW-Sitzbank. Aber ich bin ein Mann der Wissenschaft und als solcher hinterfrage ich immer alles und kontrolliere das, was ich sehe, immer mit den aktuellsten, kompliziertesten Maschinen, die es gibt. In diesem Fall befrage ich mal unsere Realitätscheckmaschine. Moment, da fehlt ein Buchstabe, das machen wir doch mal. So ist besser. Die Linie finde ich gut, kein Zweifel. Doof ist es nur, wenn das, was man sich da ausgedacht hat, sich wieder mal als alles andere als komfortabel rausstellt. Ist ja schon flach. Egal. Und die schon etwas länger mit meinen Videos zu tun haben, die erinnern sich sicher, ich hatte diesen Zustand schon mal. Damals bei meiner Guzzi Le Mans 2, die ich mir gebaut habe. Da war das Heck auch nur schön, als es fertig war, aber für mich und meinen Rücken eben echt nicht fahrbar. Und was habe ich mich da... Ich habe mir den Arsch abgeärgert. So viel Zeit für den Umbau, so viel Energie reingesetzt in das Projekt, so viel Geld in der Karre versenkt und dann ist die am Ende fertig, ist sehr schön, aber für jemanden wie mich dann... unfahrbar. Und ich schätze mal, wenn ich das richtig einschätze, dass mir das bei meinem neuen GS-Umbau auch passieren wird. Denn allein schon das Probesitzen war schon nicht so vielversprechend. Sei es drum, jetzt erstmal alles auseinanderbauen, alles strahlen lassen und dann alles beschichten lassen und dann mal alles wieder zusammenbauen. Und wenn dann alles schwarz ist, dann sehen wir mal. Wenn man verschiedene Sachen mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen hat, dann hat man in der Regel einen groben Mix aus diversen Metallfarben. Das kann ganz geil sein, außer wenn man wirklich alles gleich haben möchte. Und zum Beispiel Seidenmatt-Schwarz ist da ein sehr populärer Gleichmacher, hat aber einen winzigen Nachteil, zu dem komme ich gleich noch. Jetzt schrauben wir erstmal alles zusammen, was zusammengehört. So, aus der Perspektive ist es gut, aus der auch, aber... Wer das Ganze jetzt genau beobachtet hat, der hat gesehen, dass ich die Aufnahmen, die ich gemacht habe, immer nur aus Perspektiven gemacht habe, die optimal sind für die Teile, die ich da dran gebaut habe. Denn die Teile, die ich dran gebaut habe, sind
nicht so ganz geil geworden. Und da hätte ich wirklich dann auch auf meinen Strahler und Beschichter hören müssen, denn der hat gesagt, Mattschwarz als Farbe verzeiht nicht die geringsten Unebenheiten. Das heißt, überall, wo ich eine kleine Delle drin hatte, die ich dann beim Schleifen oder Polieren mit der Hand nicht gesehen habe, da ist dann Mattschwarz als Farbe total ungünstig, weil danach sieht man auf dieser Fläche alles. Und das bedeutet, wenn ich mein hinteres Schutzblech nochmal richtig schön haben möchte, dann werde ich das wohl oder übel nochmal machen müssen. Oder ich baue mir einen coolen Heckgepäckträger, der das Ganze wieder ad absurdum führen würde, weil ich da gerade den ganzen Umbau da hinten weggemacht habe. Oder ich besorge mir einfach ein paar coole Aufkleber und mache die dann über die Stellen drüber. Mal sehen. Aber alles in allem wandert nun wieder eins meiner eigenen Motorräder in die Richtung stabil, ja, gemütlich, nein. Aber gerade gemütlich wäre bei diesem Motorrad schon von Vorteil, denn das Einfahren der neuen Zylinder dauert ja so um die 1000 Kilometer und danach müssen die Zylinderschrauben ja nochmal nachgezogen werden. Und diese 1000 Kilometer, die will ich ja in einem Rutsch abreißen, wenn ich jetzt den Auspuff fertig geschweißt habe und die Elektrik gemacht ist. Der Plan ist, ich will an einem Tag 500 Kilometer in eine Richtung ins Ruhrgebiet fahren, da eine Nacht übernachten und am nächsten Tag zurück und dann sofort alle Drehmomente kontrollieren, damit dann alles wirklich fertig ist. Und das sehe ich momentan als zwar sehr ehrgeiziges Projekt an, aber auch als Projekt, vor dem es mir bei dieser Sitzbank etwas graut. Jetzt geht's erstmal weiter mit dem Auspuff, den ich mir auch selber gebaut habe. Da muss ich jetzt noch eine Halterung dran schweißen, damit der Auspuff hinten auch das Gewicht ein bisschen am Rahmen verteilen kann. Und dann muss noch die ganze Elektrik gemacht werden. Und wenn die Elektrik gemacht ist, dann kommen noch die ganzen TÜV-Eintragungen. Ist also noch ein bisschen was zu tun. Aber alles in allem sind es ja irgendwie nur Kleinigkeiten. Große, viele Kleinigkeiten. Hurra! Das war's mit dem kleinen Update zu meinem GS-Heckrahmen-Umbau. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!